Eigentlich schade, dass wir nach drei so wertvollen, Gottes Ordnung, Weisheit betonenden Vorträgen und mit so etwas Destruktiven, Zerstörerischen beschäftigen müssen. Aber ich glaube, dass die Kenntnis dieser Dinge uns deutlich macht, dass diese Genderphilosophie viel tiefer in uns Gläubigen schon drinsteckt, als wir vielleicht denken. Und ich werde sicherlich auch einige Dinge sagen, die schon vielleicht etwas unter die geistliche Haut gehen. Und deswegen habe ich auch eine PowerPoint gemacht, um eben zu beweisen und nicht nur zu behaupten. Wir leben in einer sehr schwierigen Zeit. Und ich habe vor einiger Zeit in einer sehr großen Gemeinde, nicht genau den gleichen, aber einen ähnlichen Vortrag gehalten. Und dann hatte ich gefragt, wer denn genau weiß, was Gender Mainstreaming ist. Und dann haben sich, ich weiß nicht, wie viele gemeldet, also vielleicht ein Zehntel. Sie hätten das Wort schon mal gehört, aber hätten überhaupt keine richtige Ahnung. Dass das in Deutschland bereits per Gesetz und per Verordnung alles festgelegt ist und dass zum Beispiel Lehrer in öffentlichen Schulen sich überhaupt dem nicht mehr entziehen können, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen, weiß nicht, wie es hier im Osten aussieht, das wissen viele überhaupt nicht. Sie werden sich aber wundern in einigen Jahren, wenn ihre Kinder plötzlich aufgeklärt, in Anführungsstrichen, nach Hause kommen. Und deswegen ist es gut, einmal diese Dinge genau zu besehen. Es ist ein schwieriges Thema, das sage ich auch gleich, weil es eine intellektualistische Strömung ist. Ist ja nicht umsonst, heißt es Gender Mainstream. Auch wenn die Jugendlichen heute sehr viel Englisch denken und lesen, wo sie vielleicht gar nicht so gut im Fach Englisch sind, aber wer weiß schon, was Gender ist, ja? Sexualität, Sex oder so, das kennt man, aber Gender? Und das ist das Problem, dass eben sehr, sehr intellektuelle, sozialwissenschaftlich orientierte und naturwissenschaftlich überhaupt nicht Interessierte an diesem Thema das Sagen haben. Deswegen spricht man auch von dem Paradigma der Sozialwissenschaften in unserer Zeit, wo die Naturwissenschaften schweigen müssen und die Sozialwissenschaften das Sagen haben. Und deswegen geht es um eine Ideologie, eine Ideenlehre, und den kann man nicht mit intellektuellen Waffen allein begegnen, sondern mit geistlichen Waffen, weil ich glaube, es ist eine dämonische Lehre. Und deswegen wollen wir auch zuerst beten. Vater, unser großer Gott, wie gut ist es, was wir jetzt gehört haben. Was hast du für wunderbare Ordnung in die Schöpfung hineingelegt? Was für gute Ordnungen hast du gegeben hinein in die Ehe, in die Familie, in die Erziehung? Wie gut meinst du es mit deinen Geschöpfen? Und wir müssen dir bekennen, dass wir diese guten Ordnungen zunehmend mehr über Bord werfen. Wir schämen uns, auch als Kinder Gottes, dass wir so leichtfertig mit diesen wunderbaren Dingen umgehen. Und so bitten wir jetzt auch für dieses Thema, dass du uns, auch mir besonders, Weisheit gibst, Abhängigkeit, Klarheit, und dass wirklich alles gut verständlich ist. Herr, bitte segne uns, auch letztlich dann durch dein gutes Wort. Wir preisen deinen Vaternamen durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ich möchte zuerst einige Verse lesen, und zwar aus dem Römerbrief Kapitel 13, passend zu dem Lied, was wir eben auch gesungen haben. Römerbrief Kapitel 13, Vers 12. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen, die Waffen des Lichts aber anziehen. Dann aus dem Epheserbrief. Wir sind noch nicht fertig mit dem Epheserbrief. Kapitel 6, Vers 10. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermöget gegen die Listen des Teufels. Denn
Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer und gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu stehen vermöget und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu widerstehen vermöget und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Passt so ein bisschen zu dem, was wir auch über den Mann gehört haben. Verantwortung zu übernehmen, zu stehen in einer solchen dekadenten Zeit, wo die Ordnung Gottes innerhalb der Christenheit, innerhalb des christlichen Abendlandes über Bord geworfen werden und wo es, was vielleicht der eine oder andere noch gar nicht so gemerkt hat, um eine Kulturrevolution geht. So wird es auch genau genannt von den Spezialisten dieser Philosophie. Jetzt sind einige Folien da, die sind auf den ersten Blick etwas schwer verständlich. Ich hoffe doch so, dass ich alle Folien, auch alle Zitate so erklären kann, dass ich, so hoffe ich es jedenfalls, dass es jeder versteht. Wir kennen das Wort Sex, Sexualität, und wir waren so aufgewachsen, dass es eigentlich das biologische Geschlecht meint, Mann und Frau. Wir haben das heute sehr deutlich gehört. Jetzt müssen wir uns daran gewöhnen, dass es ein neues Wort gibt, aus dem Englischen kommend, was ein grammatikalisches Geschlecht aufweist, und zwar Mann und Frau in ihrer sozialen Gestalt meint, und zwar im kulturellen Umfeld, und ganz besonders meint es das soziale Geschlecht. Was das im Einzelnen noch bedeutet, wird, denke ich, gleich deutlich. Die Gender-Theorie oder Philosophie bedeutet, dass der Verstand nachvollziehen soll, was die Propagandisten in der UNO, in der Europäischen Kommission, im Europäischen Rat, im Bundesfamilienministerium und auch jetzt mehr und mehr in der Pädagogik meinen. Es soll also so langsam, aber sicher von oben durchgedrückt werden in der Gesellschaft. Eben tatsächlich nach Jahrtausenden eine vollkommene Veränderung aller Werte. Und deswegen hat man den Begriff Mainstreaming, das heißt ja Hauptstrom, genau übersetzt. Es soll durchgesetzt werden. Und ganz wichtig, ich werde das nachher beweisen, nicht etwa dadurch, dass es eine demokratische Abstimmung darüber gibt, sondern dass es nach einem Top-Down, wie man es nennt, Prinzip geht. Das heißt, von oben nach unten durchgedrückt werden soll. Ganz subtil, ganz sensibel in alle Bereiche von Politik, Sozialwissenschaften, Pädagogik bis hinein in die Familien. Dieses Schema macht das deutlich. Also es fängt an, dass sich zuerst die Politik dazu äußert und dass diese Prinzipien von Gender Mainstreaming in den verschiedenen Ministerien durchgesetzt werden, dann in den Verwaltungen dieser Ministerien, dann langsam gehen soll in die Wirtschaft und die verschiedenen Bereiche und natürlich auch in die Universitäten, in die Schulen und in den Kindergärten. Um das richtig durchzusetzen, auch für die Zukunft alles im Griff zu haben, muss man eben wieder Krippen haben, wo ja der Westdeutschland mal ziemlich dagegen war, viele Menschen jedenfalls, inzwischen ist das kein Thema mehr, um Kinder sehr früh schon nach dem Wunsch der Bundeszentrale für Gesundheit und Aufklärung sehr früh schon diese Grundsätze lernen soll. Was bedeutet ganz konkret Gender Mainstream? Biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden nicht als Legitimation, also als Anerkennung für gesellschaftliche Unterschiede akzeptiert. Also,
Die Tatsache, dass du zufällig als ein weibliches Wesen geboren wirst oder als ein männliches Wesen, hat überhaupt nichts zu tun mit deiner sozialen, gesellschaftlichen Stellung in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Soziale und kulturelle Geschlechterrollen für Männer und Frauen sind geschichtlich gewachsen und politisch gestaltbar. Das bedeutet also, dass es durchaus sein kann, dass du dich in einem weiblichen Körper als Mann befindest, und dann ist es selbstverständlich, dass du dich auch zu einem Mann oder eben zu einer Frau, je nachdem, welchen Körper du möchtest, verändern lassen kannst. Ich habe das konkret bei uns damals in der Schule, als ich noch Schulleiter war, erlebt. Ich will das ganz kurz nur erzählen. Ich bekam einen Anruf von dem Krankenhaus, dass ein 15-jähriger Junge sich jetzt einer zunehmenden Geschlechtsumwandlung hingeben wollte, und er würde jetzt schon mit Hormonspritzen behandelt, und er möchte, also der Arzt und auch eine Vertreterin des Transsexuellen Verbandes von Nordrhein-Westfalen und Psychologen und die Mutter möchten gerne mit mir ein Gespräch führen und der Klassenlehrerin. Und ich bin dort auch hingegangen, habe mich natürlich vorher genauestens informiert. Und dann saßen die Doktoren da vor mir. Und das Erste, was sie sagten: Wir möchten Sie bitten, Kim jetzt Kim zu nennen und nicht mehr Tobias. Und dann habe ich gesagt, nein, in meiner Schulakte steht, dass das Tobias ist. Ja, aber wir nennen ihn alle Kim. Und dann sage ich, was Sie alle tun, ist nicht für mich ein Maßstab für das, was ich tue. Für mich ist er weiterhin Tobias. Das gab den ersten Kampf mit Worten, der dann sich anschloss. Da gab es ein Gespräch und dann sagte der Arzt mir, das sei doch alles belegt, dass das mit den Chromosomen zu tun hat und dass dieser Junge eben auf einem Chromosom entsprechende Erbanlagen hat und die Folgen sind, dass er sich eben im falschen Körper sieht. Und da sage ich, können Sie mir mal sagen, um welches Chromosom es sich handelt? Ja, das wüsste er jetzt auch nicht. Da sage ich, ist aber schade, denn ich habe mich auch damit beschäftigt. Ich habe zwar keinen Doktortitel, bin auch kein Arzt, aber die Beweise für diese Art der Rechtfertigung, die gibt es noch gar nicht. Es gibt kein empirisches Untersuchungsergebnis, was von allen Medizinern und Biologen und Genetikern anerkannt ist, dass das Wahrheit ist. Und dann sagte der auf einmal, ja gut, das ist zwar so, dass wir auch so sehen, Sie, sage ich, Sie haben einen Doktortitel, Sie haben einen weißen Kittel an und Sie sagen uns das hier und alle glauben das. Nur weil ich mich jetzt beschäftigt habe mit dieser Sache intensiv, deswegen kommen wir jetzt so nicht durch. Aber jetzt sage ich Ihnen, dass ich aus entwicklungspsychologischer Sicht überhaupt nicht verstehen kann, dass Sie mit 15 Jahren, wo die psychosexuelle Entwicklung eines Kindes überhaupt noch nicht abgeschlossen ist, ein Kind schon mit Hormonspritzen belegen können, um dann später nach 2 oder 3 Jahren auch die Geschlechtsumwandlung vorzunehmen. Wie ist das möglich in unserer Gesellschaft? Wie tun Sie das als Mediziner, die Sie doch auch entwicklungspsychologische Erkenntnisse im Studium bekommen haben? Das Problem ist, das Bedürfnis eines Kindes ist da, eines Jugendlichen ist da und entsprechend wird gehandelt. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Bedürfnisse, die Lust, eine Veränderung zu erfahren, einfach akzeptiert wird und dann geht's los. Ob der mit 25 Jahren plötzlich sich jetzt anders fühlt, das ist eine ganz andere Sache. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo auch die Wissenschaft sich auf diesem Gebiet vollkommen stark macht und das durchsetzen wird. Und das mit intellektuellen Mitteln, wo der Otto-Normalverbraucher, wie man so allgemein sagt, natürlich auch keine Ahnung hat, es sei denn, dass er sich sehr intensiv damit auseinandersetzt. Ich möchte kurz auch etwas über die Geschichte sagen, weil Denken nicht einfach so existiert, sondern es ruht immer auf geschichtlichen Daten. Wir stehen auf den Säulen der Vergangenheit. Und eine Gesellschaft verändert sich nur langsam. Und auch die Christenheit verändert sich nur langsam. Es sei denn, dass sie ganz fest gebunden ist an das Wort Gottes, wie wir es heute gehört haben. Und 2. Korinther 10, Vers 4 sagt, dass unsere Waffen nicht fleischlich sind, sondern geistlich. Geistlich. Und dass wir in der Lage sein sollen, ganz konsequent mit diesen geistlichen Waffen Vernunftschlüsse zu zerstören.
Das heißt, ein Christ wird sich grundsätzlich nicht allein auf seine Vernunft verlassen, sondern auf das Wort Gottes. Und das ist sehr, sehr fundamental, weil unsere Vernunft immer von den sozialen, gesellschaftlichen Umständen beeindruckt wird, beeinflusst wird durch Schule, Hochschule, Berufsleben, eben durch unsere Gesellschaft. Das Zeitalter der Aufklärung war ein Zeitalter, wo sich etwas grundlegend verändert. Es geht natürlich weiter zurück zur Renaissance, wo sich zwei Strömungen letztlich bildeten, der sogenannte Rationalismus und Empirismus, da will ich jetzt aber nicht groß drauf eingehen. Und die trafen sich dann sozusagen in der Aufklärung, besonders bei Immanuel Kant. Und schon Lessing sagte dann, an die Stelle der Religion muss die Überzeugung treten, die Überzeugung, Kraft der Vernunft. Und Immanuel Kant hat dann deutlich gemacht, dass wir Mut haben sollen, uns eben gerade dieses Verstandes zu bedienen. Stütze dich auf deinen Verstand und nicht mehr auf eine Autorität, die vorgegeben ist, ob sie sichtbar ist, sprich Staat, König, oder ob sie unsichtbar ist, sprich zum Beispiel Gott. Und deswegen gab es diesen französischen Ausdruck, écraser l'enfant, abscheuliche Kirche, und man wollte auch einen neuen Kalender haben, und zum Beispiel wurde die Kirche, die Pariser Kirche Notre-Dame, umgewandelt in einen Tempel der Vernunft. Also, es gab einen gewaltigen Umbruch in dieser Zeit und der Mensch sollte sich nicht mehr auf das stützen, was vorgegeben war, die Autorität des Wortes Gottes oder Kirche, sondern auf seine Vernunft. Was viele nicht so wissen, ist, dass Immanuel Kant nicht die Kritik der reinen Vernunft und die Kritik der praktischen Vernunft, der Urteilskraft geschrieben hat, sondern auch über Pädagogik sich geäußert hat. Und in seinem Buch über Pädagogik schreibt er folgenden Satz. Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung, denn hinter der Erziehung steckt das große Geheimnis, jetzt kommt der Satz oder die Aussage der Vollkommenheit der menschlichen Natur. Eigentlich war es bis dahin klar, der Mensch hat eine böse Natur. Er ist ein Sünder. Jahrhundertelang haben das eigentlich die großen Denker gesagt, mit Abstrichen. Aber jetzt entsteht etwas ganz Neues. Der Mensch hat eine vollkommene Natur. Er muss nur richtig beeinflusst werden. Dann kommt auch was Vernünftiges heraus. Dass das natürlich alles schiefgelaufen ist, das ist kein Geheimnis, ja. Die Weltkriege haben das gezeigt, der deutsch-französische Krieg, die verschiedenen Revolutionen, die deutsche Revolution 1848 und die russische Revolution, die bolschewistische 1917. Das ist deutlich. Was entstand aufgrund dieser Entwicklung? Es entstanden einige Grundströmungen, die ich nur kurz angeben möchte. Der sogenannte Positivismus. Das bedeutet, dass die Quelle aller Erkenntnis das ist, was tatsächlich gegeben ist. Schalte alles Übernatürliche aus, schalte alles Göttliche aus, schalte alles Metaphysische aus, nur das, was gegeben ist, also wie die Naturwissenschaften eigentlich arbeiten. Das Zweite ist, es entstand schließlich im Laufe der Zeit der sogenannte Existenzialismus. Nun, wenn Gott ausgeschaltet ist, auf was ist der Mensch denn geworfen? Auf sich selbst. Und da gab es verschiedene Sparten. In Frankreich, Jean-Paul Sartre, das war der atheistische Existenzialismus. In Deutschland waren Heidegger und Jaspers, waren wieder andere Arten von Existenzialismus. Alle waren vereint darin, dass der Mensch nicht auf Gott geworfen ist, letztlich vom Schöpfer abhängig ist, sondern auf sich selbst. Und er muss Verantwortung nehmen, weil er ein autonomes, das heißt selbst gesetzgebendes Wesen ist. Drittens, dass dann so ein Mensch wie Friedrich Nietzsche aufstehen konnte, der in seinem Buch Also sprach Zarathustra deutlich machte, dass eigentlich alle Werte, die bisher im christlichen Abendland verkündigt worden sind, umgewertet werden müssen, das ist nur mehr als selbstverständlich. Er war fast ein Prophet, der übrigens auch das Buch Der Kampf von Adolf Hitler beeinflusst hat und viele, viele Strömungen, unter anderem auch die sogenannte Postmoderne. Das vierte war der sogenannte Pragmatismus und diese Richtung, die hat gesagt, entscheidend und richtig ist nur das, was der Masse
nützlich ist, effektiv ist. Also wenn was ankommt irgendwo, dann war es gut. Dann ist es gut. Dann ist es nützlich. Aber wenn etwas nicht insgesamt ankommt, dann müssen wir es verwerfen. Ganz kurz zusammengefasst. Und natürlich konnte in dieser Zeit auch die Bibelkritik entstehen, die einfach sagte, gut, wir wollen irgendwie die Bibel als wichtiges moralisches und geschichtliches Buch haben, aber zum Beispiel diese prophetischen Aussagen über Kores oder über Nebukadnezar oder überhaupt über die ganze Zukunft, das sind einfach Utopien. Und tatsächlich, wenn die Vernunft alles ist, dann muss das auch die Konsequenz sein. Und so hat letztlich das christliche Abendland sich selbst von dem Ast gelöst, auf dem es gesessen hat. Dadurch, dass sie die Bibel in Frage stellte und meinte, dass sie mittels der Vernunft entscheiden konnte, was denn eigentlich von Gott ist und was von Menschen ist. Die Folgen waren bestimmte Ismen, nämlich es gibt nur noch diese eine Welt, in der wir leben, der Immanentismus. Das heißt, wir sind hier in dieser Welt, mehr gibt es nicht. Jetzt konnte sich auch der Marxismus verbreiten. Als Karl Marx sein Buch Das Kapital schrieb, oder seine Bücher Das Kapital schrieb, hat er es sogar Charles Darwin gewidmet. Charles Darwin hat das, soweit ich weiß, nicht angenommen. Aber in dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, konnten jetzt diese Strömungen entstehen. Und auch der Feminismus, das ist natürlich klar. Denn das ganze Abendland war geprägt vom Patriarchat. Wer hat denn die Kriege alle bewirkt? Das waren doch Männer. Und deswegen müssen wir jetzt anfangen, als Frauen alles umzudrehen. Das waren natürlich einzelne Kämpferinnen, die damals kämpften, aber die noch nicht so den Einfluss hatten. Das kam dann zunehmend mehr. Dann schließlich, nach längerer Zeit, kam dieser sogenannte Neomarxismus. Kennen das alles aus den Studentenrevolten 1968. Dann der Konstruktivismus, wir werden gleich noch hören, Dekonstruktivismus. Und alle Werte wurden relativiert. Und der Wunsch, was schon Lessing forderte, ist, dass man tolerant allem gegenüber sein sollte. Nun mal etwas noch zu dem Kommunismus. Manche denken, das wäre doch alles vorbei. Es ist der ganz große Irrtum. Die Gender-Mainstream-Bewegung und auch der Feminismus wäre ohne Kommunismus überhaupt nicht denkbar. Und das ist ein Problem, was viele noch nicht verstanden haben. Die Kommunisten erklären ganz offen im Kommunistischen Manifest von 1948, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnungen. In der Marx-Engels-Ausgabe, die ich zu Hause habe, Band 3, Seite 6, heißt es, das Geheimnis der heiligen Familie ist die irdische Familie. Um erstere, also die heilige Familie, zum Verschwinden zu bringen, muss letztere theoretisch und praktisch vernichtet werden. Also damit dieser Sozialismus und der Kommunismus entstehen kann, muss das, was 2000 Jahre lang als Familie und Ehe, was wir heute gehört haben, endgültig zerstört werden. Erst dann kann eine neue Gesellschaft entstehen. Die patriarchalische Familie, also die Familie, wo der Vater das Haupt ist oder der Mann überhaupt das Haupt ist, ist die strukturelle und ideologische Reproduktionsstätte aller gesellschaftlichen Ordnungen, die auf dem Autoritätsprinzip beruhen. Zerstöre das Patriarchat, Ehe und Familie, wie sie bisher bekannt ist, du zerstörst auch das Autoritätsprinzip. Wir diskutieren nicht die Existenz oder Nicht-Existenz Gottes. Wir eliminieren, das heißt, wir zerstören einfach die sexuelle Repression und lösen die infantilen, diese kindischen, kindlichen Bindungen an die Eltern auf. Das heißt, wir müssen Eltern und Kinder ganz langsam auseinanderbringen. Und das geschieht dadurch, dass wir eine revolutionäre, kritische Pädagogik entwickeln, durch Rollenspiele und Ähnliches, um den Kindern frühzeitig klarzumachen, dass nicht die Eltern Autoritäten sind, sondern dass ihr auch selbst kleine Autoritäten seid. Und die Maßstäbe, die eure Eltern bringen, nicht absolut sind, sondern nur relativ für die Zeit eurer Eltern, in denen sie groß geworden sind.
Moreno, einer der großen Rollenspielexperten, hat dann diese Rollenspiele in die Schulen gebracht und da wurden schon sehr früh in den Grundschulen gespielt. Die revolutionäre Jugend ist familienfeindlich und zerstörend. Wilhelm Reich. Wilhelm Reich war einer der Mitanführer oder Motoren der neomarxistischen Revolution der 68er Jahre. Es kamen jetzt Marxismus und Psychoanalyse, Sigmund Freud, Herr Reich, Carl Gustav Jung, Alexander Sutherland, Neil mit der antidoktrinären Erziehung, die kamen alle als die großen Motoren zusammen und haben damals in den 60er Jahren die ganze Gesellschaft versucht zu verändern. Das haben sie auch geschafft. Wilhelm Reich schreibt in seinem Buch Die sexuelle Revolution Folgendes: Die wichtige Erzeugungsstätte der ideologischen Atmosphäre des Konservativismus ist die Zwangsfamilie. Ihr Grundtypus ist das Dreieck. Heute haben wir es gehört, Vater, Mutter und Kind. Wenn aber die konservative Sexualethik und die Rechtsordnung von der Familie immer wieder als der Grundlage des Staates und der Gesellschaft sprechen, so haben sie nur in dem Sinne recht, dass die Zwangsfamilie zum Bestand des autoritären Staates und der autoritären Gesellschaft untrennbar gehören. Wir müssen also, um den autoritären Staat zu zerstören, die Familie zerstören und auch die Geschlechterordnung zerstören. 1971, nicht 2016. Das sind die Strömungen, die in unsere Zeit hineingriffen. Die Neomarxisten Horkheimer, Adorno, Marcuse, J. Habermas haben ganz kräftig gewirkt. Jeder hat vielleicht schon mal diesen Begriff herrschaftsfreien Diskurs von Jürgen Habermas gehört. Er hatte so einen Einfluss, dass das in die gesamte Pädagogik, in der ich groß geworden bin, eingeflossen ist. Also in die 70er Jahre, 80er Jahre hineingeflossen ist. Das heißt, der Maßstab für alles ist nicht eine vorgegebene Autorität, sondern man muss diskutieren und aus der Diskussion gehen die Werte hervor. Niemals sind sie mehr vorgegeben, festliegend, objektiv da. Und in dieser Zeit entstand natürlich auch das Buch von Neil. Ich habe meine Staatsarbeit über Alexander Neil geschrieben. Und er sagt einfach, hebt die Unterdrückung der Sexualität auf und die Jugend wird für die Obrigkeit verloren sein. Und einer der großen neomarxistischen Pädagogen sagt, die Schule hat das Lernen der Liebe zu ihrer wichtigsten sozialpädagogischen Aufgabe zu machen. Zu diesem Zweck soll sie Räume schaffen, in denen die Schüler beider Geschlechter, wird noch dieser Ausdruck gebraucht, unkontrolliert verweilen können und die Möglichkeit erotischer Kommunikation besitzen. Das war ein führender Pädagoge. Und ich war in einer Schule 12 Jahre, wo wir genau solch einen Raum hatten. Und als ich mich dagegen stellte in einer Lehrerkonferenz, keine Chance. Das wurde gemacht. Und es sollte auch kein Lehrer hineingehen in diesen Raum während der Pause. Nur der Türrichter, der Herr Steinmeister, ging da hinein. Waren Matratzen ausgelegt. Aus dieser ganzen Bewegung kamen noch ganz andere Motoren, nämlich die Motoren, ob die Welt, in der wir leben, überhaupt eine Welt ist, die wirklich da ist, oder ob es nur eine Welt ist, die in unserem Kopf existiert. Die sogenannte Postmoderne, ja, viele kennen von uns sicherlich den Ausdruck, in der wir heute leben. Man misstraut den großen geschichtlichen Entwürfen. Leben ist von Strukturen durchzogen, aber alle erkennbaren Strukturen sind nur vorläufig. Der Mensch hat keinen Zugriff auf die objektive Realität, also das, was draußen ist. Also wenn ich da zum Beispiel die Blume sehe, dann ist sie für mich da, vielleicht ist sie auch für dich da, aber ich darf nicht sagen, sie ist da. Versteht ihr das? Sie ist für dich da, sie ist für mich da, aber du kannst nicht behaupten, sie ist da, denn von der Blume gehen Reize aus, die gehen in deine Augen. Deine Augen führen die Reize weiter in dein Gehirn. Das Gehirn entwickelt ein Bild. Und dann sagst du, das ist eine Blume oder das sind Blumen.
Also ist das, dieser Blumenstrauß dort, ein Produkt deines Denkens und nicht unbedingt objektiv wahr. Wenn das aber wahr ist, wer kann denn dann sagen, dass die Werte, die das Produkt oder das Konstrukt vergangener Menschen war, aus 2.000, 3.000 Jahren, eigentlich die richtigen Werte waren? Wenn sie nur in unserem eigenen Kopf entspringen, dann können wir doch alles umkonstruieren, dekonstruieren. Übrigens, die modernen Pädagogen, Methoden in der modernen Pädagogik, ja, alle, die vielleicht mit Pädagogik zu tun haben, die konstruktiven Methoden beruhen auf der Philosophie des Konstruktivismus. Aber da gehe ich jetzt nicht ein, da war ich habe ich im Pädagogikseminar in Rezzo drüber gesprochen. Das geht aus, ja. Okay. Jetzt. Temperament. Da der Mensch keinen Zugriff auf die objektive Realität hat, gibt es keine Subjekt-Objekt-Beziehung und damit auch keine Objektivität, auch keine objektiven Werte mehr. Diese scheinbare Objektivität selbst ist ein Konstrukt, etwas Hergestelltes. Daher gibt es auch keine herrschende Wirklichkeit. Also darf auch niemand sagen, ich bin Autorität. Wirklichkeit selbst ist nur eine Konstruktion, die gleich einer Einbildung, einer Fiktion von sich bewusst werdenden Menschen beherrscht werden kann. Die Logik sagt jetzt also Folgendes, Prämisse 1, also Voraussetzung 1, der Mensch kann die Realität, die Wirklichkeit, den Blumenstrauß, nur mittels seiner Sinne wahrnehmen. Mitdenken, Prämisse 2, das denkende Individuum, du und ich, kann über diese Realität des Blumenstraußes nur durch Zusammenführung seiner Sinneswahrnehmung und seiner eigenen Erfahrung und Vorerfahrung und seines Denkens etwas aussagen. Dritte Prämisse, der Mensch hat also keinen unmittelbaren Zugriff auf eine irgendwie geartete, sichtbare oder unsichtbare objektive Realität. Schlussfolgerung, Folge. Das ist der entscheidende Knackpunkt. Das gesamte Wissen existiert also nur in den Köpfen von einzelnen Personen, von Individuen. Daher, es gibt nicht die Realität, die Wirklichkeit, sondern nur meine Realität. Es gibt nicht die Wahrheit, sondern nur meine Wahrheit. Es gibt nicht die Tatsachen, sondern nur meine Tatsachen. So, jetzt gehen wir ins Christentum, ganz kurz mit einer kleinen Geschichte. In Amerika kommt ein Mädchen nach Hause und sagt, Mama, Papa, ich habe einen Freund, sie studiert an einem ganz anderen Ort. Ach, das ist ja schön. Na, ja, ich bringe ihn nächste Woche mit. Prima. Dann bring ihn mal mit. Und dann sagt die Mama, ich mache das Zimmer schon mal fertig, ja, das steht ja frei und dann kann er da schlafen und so weiter. Nach einem Augenblick sagt die Tochter, Mama, Entschuldigung, du brauchst nicht extra ein Zimmer fertig zu machen. Ach, hat der Verwandte hier am Ort? Nein, nein. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Oder fährt er woanders hin abends? Nein, 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 wir leben schon zusammen. Ja, Entschuldigung, sagt die Mutter. Wie lebt ihr zusammen? Ja, wie ihr früher gedacht habt, so als Eheleute. Aber Entschuldigung mal, sagt die Mutter, du hast doch gehört, was in der Bibel steht. Ja, das ist eure Wahrheit. Die Gemeinde, in die ich jetzt gehe, das ist unsere Wahrheit. Die sieht das ganz und gar anders. Da kommt der Vater dazu und sagt, hör mal, ich habe dir das doch genauestens erklärt anhand der Bibel. Ja, weißt du, die Wahrheit, die gibt es gar nicht. Es gibt nur eure Wahrheit, die ihr so gelernt habt, und jetzt gibt es unsere Wahrheit. Aber lasst uns bitte lieb beieinander bleiben. Lasst uns einander verstehen. Die Liebe vereint uns doch alle. Jesus hat doch selbst Gnade in die Welt gebracht. Lasst uns doch einfach als liebende Geschwister beisammen sein, als Eltern und Kinder. Da sagt der Vater, nee, du bist aber dogmatisch. Dogma trennt, höre ich bei uns immer in der Gemeinde. Liebe und Dienst vereint. Kennen wir eigentlich solche Worte? Es gab noch eine andere Entwicklung, zu der ich jetzt noch kommen möchte. Aus diesen ganzen Bewegungen entstanden die sogenannten
UN-Frauenkonferenzen 1985, wo als erstes einmal dieses Wort Gender Mainstreaming als politische Strategie diskutiert wird. 10 Jahre später, auf der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking, wurde schon das propagiert, nämlich dass für alle öffentlichen Bediensteten das Gender-Training in den Ministerien und Verwaltungen durchgeführt werden soll. Auch in der Einwanderungs- und Asylpolitik sollte es durchgeführt werden. Gleichmäßige Aufteilung der unbezahlten Arbeit, Hausarbeit, Kindererziehung auf Frauen und Männer, Einführung der Gender-Perspektive in die Arbeit aller UN-Menschenrechtskomitees. Das Leitprinzip seit 1995 ist der Begriff der Geschlechtergerechtigkeit. Und dass infolge davon auch die Bibel in gerechter Sprache erschienen ist, wundert uns natürlich nicht, denn das stimmt genau überein mit der 4. Weltfrauenkonferenz. Wir schauen uns noch etwas die Feminismusentwicklung an, denn die ging ja damit parallel. Sie wurde ja immer stärker, fing schon im 18. Jahrhundert ganz früh an, mit einzelnen Personen, dann im 19. Jahrhundert immer stärker. Eine Frau ist zum Beispiel Hubertine Auclair. Und man könnte sagen, es gibt 4 Wellen, manche sagen 3 Wellen des Feminismus. Gucken wir uns mal an, wie das abging. Zuerst forderte man einfach, dass Frauenwahlrecht eingeführt werden soll. Sie sollten teilhaben an der politischen Macht. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Zugang für Frauen zur Universität, zu allen Berufen und Ämtern. Und in Deutschland war es dann so, nachdem der Erste Weltkrieg zu Ende war, gab es ja diese Novemberrevolution 1918 und dort wurde dann für die Frauen das allgemeine und passive Wahlrecht eingesetzt. Nun wollten die Frauen sich natürlich nicht nur in diesen Fragen den Männern gleichstellen, sondern sie wollten auch äußerlich gleich werden. Ab 1920 wurde dann ideologisch der Bubikopf gefordert, was bis dahin undenkbar war, und die Hosen wurden angezogen. In Deutschland wurde allerdings diese Kleidungswelle erst ab 1970 gesellschaftsfähig und übrigens in Frankreich erst ab 2013. Auch Neuland, ne? Da wurde es gesellschaftsfähig, offiziell erklärt. Die zweite Welle des Feminismus, die ging dann einen Schritt weiter. Da wollte man nicht nur so in diesen politischen Dingen gleichberechtigt sein, sondern jetzt wollte man selbst Gesetze entwickeln, um auch das Patriarchat, diese Männerbewegung, die ja Jahrtausende lang Oberhand hatte, zu zerstören. Die Selbstbestimmung über die weibliche Sexualität wurde zum zentralen Thema. Und die Folge war, der Bauch gehört mir, Abtreibung. Ich bestimme, ob ich ein Kind bekomme, die Pille. Und ich bestimme, ob meine Ehe bleibt oder nicht. Scheidungsrechtsreform ab 1968. Übrigens, genau dieses Jahr, wo die sozialen, die studentischen Unruhen des Neomarxismus wüteten. Die dritte Welle ab 1975 führte zu einem Konkurrenzunternehmen der Rockmusik. Denn bisher waren im Wesentlichen männliche Rockmusiker unterwegs und jetzt gab es die Riot Grrrl Hardcore Band von Damen. Und Martha Nussbaum wollte durchdrücken, 2005, dann wesentlich später, das Gleichbehandlungsgesetz, dass das Leitbild der Hausfrau für die Frau mit Mann und Kindern aufgegeben wird. Außerdem dieser Begriff Girly, der kommt von dieser Riot Grrrl Hardcore Band, ja, Girly. Die vierte Welle des Feminismus beruht eigentlich auf den Aussagen einer wichtigen Frau. Das war die Frau von dem französischen Existenzphilosophen Jean-Paul Sartre. Das war die Simone de Beauvoir. Sie war Lebenspartnerin von dem Sartre. Und sie hat diesen Leitsatz gebildet, der heute überall kursiert: Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.
keine biologische, psychische, also seelische oder wirtschaftliche Bestimmung legt die Gestalt fest, die der weibliche Mensch in der Gesellschaft einnimmt. Das heißt also, grundsätzlich, das weibliche Geschlecht und das männliche Geschlecht, das können wir langsam aber sicher aufgeben. Es ist nur ein soziales Konstrukt. Alice Schwarzer mit ihrer Zeitschrift Emma gehört zu den sogenannten Universalistinnen, im Gegensatz zu den Biologistinnen, die also noch von männlich und weiblich sprechen, als Feministinnen. Sie glauben an eine ursprüngliche und erstrebenswerte, jetzt gut aufpassen, nicht Gleichberechtigung, nicht Gleichstellung, sondern Gleichheit der Geschlechter und damit aller Menschen, woraus sich zwangsläufig ergibt. So schreibt sie, wenn alle Menschen von Geburt aus gleich sind, so sind auch die Menschenrechte unteilbar. Jetzt geht es um Gleichheit. Einige Zitate von führenden Gender-Philosophen an den deutschen Universitäten. Thorsten Voss: Gender Studies haben nachgewiesen, dass es kein vorgefertigtes Geschlecht gibt. Es ist ein Konstrukt, abhängig von historischen und kulturellen Kontexten. Normalerweise müsste jetzt jeder sagen, sind die krank? Jeder, weißt du, dass es männlich und weiblich gibt? Nein. Diese Denkweise musst du aufgeben. Die hast du aus einer Vergangenheit, die vom Christentum und von irgendwelchen anderen Dingen geprägt war. Vergiss es. Die Professorin Nina Degel von der Universität Freiburg, eine Sozialwissenschaftlerin: Bei der Gender-Ideologie geht es um die Entnaturalisierung von Geschlecht. Ein solches Unterminieren ist radikal, denn was verunsichert uns mehr, als den Menschen uns gegenüber nicht eindeutig als Frau oder Mann klassifizieren zu können? Einer der extremsten Feministinnen und Gender-Philosophinnen, deren Bücher fast nicht zu verstehen sind, aber die immerhin in Deutschland mit dem sogenannten Adorno-Preis geehrt wurde, ist Judith Butler. Dieser Satz ist sehr interessant. Das biologische Geschlecht ist ein ideales Konstrukt, das mit der Zeit zwangsweise materialisiert wird. Es ist nicht eine schlichte Tatsache oder ein statischer Zustand eines Körpers, sondern ein Prozess, bei dem regulierende Normen das biologische Geschlecht materialisieren und diese Materialisierung durch eine erzwungene, ständige Wiederholung jeder Normen erzielen. Was heißt das? Das heißt, dass du überhaupt von einem biologischen Geschlecht sprichst, ist nichts anderes als das, was im Laufe der Zeit durch unsere Sprache überhaupt so entstanden ist. Eigentlich gibt es nur Gleichheit. Und dann kam der Umschwung. Am Anfang war das Matriarchat und nicht das Patriarchat. Das heißt also, am Anfang war die paradiesische Mütterlichkeit und nicht die zerstörende Väterlichkeit. Und Jahrtausende sind wir diesen Vätern, diesen Männern, auch mit der Vorstellung eines männlichen Gottesbildes auf den Leim gegangen. Und das muss jetzt endgültig aufgehen. Das ist zutiefst die Philosophie des Gender Mainstreaming. Der Kampf der Geschlechter, dass das, was zum Beispiel in der Bibel sehr deutlich gesagt wird, vollkommen umgedreht wird. Und deswegen kann es nur eine teuflische Strategie sein. Was sagen denn jetzt die großen Politiker? Kabinettsbeschluss der Bundesregierung vom 23. Juni 1999, die Gleichstellung von Frauen und Männern als durchgängiges Leitprinzip der Bundesregierung soll mittels der Strategie des Gender Mainstreaming gefördert werden. Der Koalitionsvertrag CDU, CSU, SPD, ich lese nur diesen Satz vor: Die Landesregierung will der Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgendern, Intersexuellen konsequent begegnen und sich dafür aktiv für Akzeptanz, Wertschätzung und ein tolerantes Nordrhein-Westfalen engagieren. Da ging es um Nordrhein-Westfalen.
Dann das Familienministerium, was sagt es über Gender Mainstreaming? Verpflichtungen zur Umsetzung einer effektiven Gleichstellungspolitik im Sinne des Gender Mainstreaming ergeben sich sowohl aus internationalem Recht als auch aus nationalem Recht. Dann aus der Broschüre eines des Familienministeriums. Männliches Verhalten, männliche Identität sind nicht zwangsläufig an einen männlichen Körper gebunden. Das Gleiche gilt für weibliches Verhalten, weibliche Identität. Identität und Persönlichkeit müssen nicht zwangsläufig übereinstimmen. Parteiprogramm der SPD 2013. Wir bekämpfen jede Form der Diskriminierung, ob wegen Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder Alter. Deswegen wollen wir die Gleichheitsrechte im Grundgesetz Artikel 3 um die sexuelle Identität ergänzen. Wir gehen entschieden vor gegen Homophobie und tragen zur Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und so weiter bei. Wir wollen die Ehe für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften öffnen und diese damit auch im Adoptionsrecht, im Steuerrecht gleichstellen. CDU, CSU, Ehe, Familie sind das Fundament unserer Gesellschaft und so weiter. Wir bekennen uns zum Verfassungsgebot der besonderen Förderung von Ehe und Familie. Die Diskriminierung anderer Formen der Partnerschaft, auch gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaft, lehnen wir ab. Jetzt kommt der Satz. Wir wissen, dass auch in solchen Beziehungen Werte gelebt werden, die grundlegend für unsere Gesellschaft sind. Die FDP genauso, unterstrichenen Sätze. Familie bedeutet dabei heute nicht mehr nur die Lebensgemeinschaften von leiblichen Elternpaaren mit ihren Kindern. Daneben leben heute beispielsweise auch alleinerziehende Patchwork-Familien oder gleichgeschlechtliche Paare. Für uns Liberale sind alle Lebensgemeinschaften gleich wertvoll, in denen Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Eltern für ihre Kinder, Kinder für ihre Eltern, Ehe- und Lebenspartner füreinander, aber auch Menschen in anderen frei gewählten Verantwortungsgemeinschaften. Wir wollen Selbstbestimmung für Lebensmodelle stärken und zur Verantwortung ermuntern. Die Grünen genau das Gleiche. Ich möchte jetzt gar nicht alles vorlesen, aber den Unterricht noch in der Mitte. Im Unterricht sollen alle Lebensweisen und sexuellen Identitäten gleichberechtigt dargestellt werden. Das soll also in allen 16 Bundesländern durchgesetzt werden auf Dauer, dass im Unterricht kein Lehrer mehr sagen darf, Familie ist Mann, Frau, Kinder. Und man möchte gerne, wenn man denn die Mehrheit bekommt im Bundestag, das auch im Artikel 3 festlegen. Und damit würde es ein Grundrecht, letztlich ein Menschenrecht. Und damit würde das Christentum streng genommen verboten. Jedenfalls der Fundamentalismus. Die ewig gestrigen. Der Koalitionsvertrag CDU, CSU, SPD, Lebenspartnerschaften, Regenbogenfamilien. Wir wissen, dass in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften Werte gelebt werden, die grundlegend für unsere Gesellschaft sind. Wir verurteilen Homophobie, also Angst vor Homosexuellen, Transphobie und werden entschieden dagegen vorgehen. Jetzt kommt ein wichtiges Zitat von dem Gender-Kompetenzzentrum in Berlin. Das müssen wir jetzt gut verinnerlichen. Die Führungsebene wird bei Gender Mainstreaming zur treibenden Kraft. Die Management-Fachsprache nennt dieses Vorgehen top-down, also von der Spitze nach unten. Und meint damit, dass etwas von oben nach unten durchgesetzt wird. Die Anweisung kommt klar und deutlich von oben. Sie ist verbindlich und zu befolgen. Der Erfolg wird erwartet. Das klingt autoritär und ist es auch. Aber nach Jahrzehnten der Versuche, etwas von unten zu ändern, also demokratisch, ist es vielleicht an der Zeit, es mal andersherum zu versuchen. Das ist Diktatur! Dadurch, dass die Entscheidung von oben kommt, ist die Umsetzbarkeit, also das Zuteilen von finanziellen Mitteln, formalen Befugnissen und Zeit, besser gewährleistet. Aber es ist doch die böse Welt. Was haben wir denn mit der bösen Welt zu tun? Sind doch herausgenommen, Galater 1, Vers 4, aus dem gegenwärtigen bösen Zeitlauf. Johannes 17, Sie sind nicht von dieser Welt. Johannes 15, wenn Sie mich gehasst haben, werden Sie auch euch hassen. Die Christen haben doch damit gar nichts zu tun. Die EKD, die Evangelische Frauenarbeit und Männerarbeit, sagt dazu,
zitiere den gelben Satz, die evangelischen Frauen in Deutschland und die Männerarbeit der EKD möchten mit ihrer Online-Kampagne Eine Tür ist genug auf die Vielfalt von Beziehungen und Lebensentwürfen aufmerksam machen und alle in der Kirche willkommen heißen. Alle. Das Studienzentrum für Genderfragen der EKD vom 7. April 2014 sagt, das Studienzentrum hat die Aufgabe, Gender-Forschungsansätze aus verschiedenen Fach- und Forschungsgebieten, insbesondere aus der wissenschaftlichen Theologie, den Sozialwissenschaften und den Gender-Studies auszuwerten und sie für verschiedene Ebenen und Handlungsfelder der Kirche exemplarisch aufzubereiten. Die Leiterin, Professor Dr. Claudia Janssen, schreibt, feministische Theologien, Rassismusdiskurse, insbesondere den christlich-jüdischen Dialog, Queer-Theologien, ökumenische, interreligiöse, postkoloniale Diskurse und so weiter. Ich persönlich nähere mich den Fragen des Geschlechterverhältnisses aus feministischer Perspektive und will aus den Dialogen lernen. Nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern zwischen allen Geschlechtern, zwischen Menschen, die hetero, bisexuell, lesbisch, schwul, transgender, intersexuell, queer sind. Dazu muss dann auch eine geschlechterbewusste Hermeneutik, also eine Verstehenslehre der Bibel, entstehen. Man muss die Bibel eben ganz neu lesen lernen. Das EKD-Positionspapier 2013 sagt, angesichts des tiefgreifenden sozialen und kulturellen Wandels sei nämlich auch die Kirche aufgefordert, Familie neu zu denken und die neue Vielfalt von privaten Lebensformen unvoreingenommen anzuerkennen und zu unterstützen. Diese Anerkennung sei aber nicht lediglich als Anpassung an neue Familienwirklichkeiten zu verstehen, sondern als eine normative Orientierung. Die traditionellen Leitbilder halten den Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft sowie den vielfältigen Erwartungen an Familien nicht mehr stand. Was wir heute gehört haben, könnten wir nach diesem streichen. Das ist aber die Kirche, die evangelische Kirche. Da gehen wir doch mal zu den Evangelikalen. 2011 hat der Vorsitzende der Evangelischen Allianz und Vorsitzende des Gnadauer Verbandes, Dr. Michael Diener, Folgendes gesagt, geschrieben. Aufgrund unseres Verständnisses des Willens Gottes können wir zu praktizierter Homosexualität kein Ja finden. Sie Sünde steht unter dem Gericht Gottes. Wir halten es für einen verhängnisvollen Irrweg, dass die meisten kirchlichen Verlautbarern spätestens seit 96 das eindeutige biblische Zeugnis zur Homosexualität dadurch zu entkräften versuchen, dass sie es als zeitbedingt einschätzen und das Liebesgebot nicht mehr an die konkreten Weisungen der Heiligen Schriften zurückbinden. 3 Jahre später. Ich werbe dafür, dass wir in dieser schwierigen, uns alle belastenden Frage um die rechte Bewertung und den rechten Umgang mit Homosexualität unterschiedliche Standpunkte endlich zulassen. Wir haben ernst zu nehmen, dass auch andere Positionen für sich in Anspruch nehmen, aus einem ehrlichen, gehorsamen Studium und Verständnis der Heiligen Schrift als Ganzer zu erwachsen. Es mag schwer für uns zu akzeptieren sein, aber wer seine eigene Auslegung verabsolutiert, das ist postmoderne Philosophie und Hermeneutik, ist nicht mehr gesprächsfähig. Wie kann ein solcher Mann innerhalb von 3 Jahren so fundamental umdenken und dann Vorsitzenden der Evangelischen Allianz zu werden? Und deswegen unterstelle ich auch, dass auch zunehmend mehr Freikirchen, auch Brüderversammlungen, sich auf Dauer verändern werden. Die Emerging Church, zitiere ich nur einen, nämlich Tony Jones, auf jeden Fall bin ich jetzt der Meinung, dass GLPTQ im Einklang mit dem biblischen Christentum leben können und dass ihre Monogamie von Kirche und Staat geduldet und gesegnet werden sollte. Forum Wiedenest, ich zitiere nur das Gelbe. Wie können wir männliche und weibliche Identität in der Gemeinde so leben, dass es weder als eine Anpassung an den Mainstream noch als Familienbild des 19. Jahrhunderts empfunden wird? Was ist Gottes Wille für Männer und Frauen in der Gemeinde? Wie können sich Männer und Frauen so in der Gemeinde einbringen, dass das andere Geschlecht sich weder bedroht noch verachtet fühlt, sondern ermutigt und gestärkt? Über diese Fragen wollen wir miteinander anhand der Bibel ins Gespräch kommen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Zweites Zitat, die Frage nach den Möglichkeiten einer Frau zur Mitarbeit in der Gemeinde kann nach den Maßstäben der modernen Gesellschaft
auf keinen Fall nach dem Geschlecht beantwortet werden, sondern nur nach Begabung, Bildung und Leistungsfähigkeit. Andere Maßstäbe als die gerade genannten sind nicht legitim. Inzwischen ist es in Deutschland so, nach Statista.com 2013, dass Deutschland mit 87% für Homosexualität ist. Das war mal eine ganz kleine Lobby. Das hat sich gesellschaftlich völlig verändert. Wisst ihr, wenn man schon auf die Bibel nicht hört, soll man wenigstens auf Menschen hören. Gorbatschow schrieb ein Buch Perestroika. Zitiere von dem Ausdruck heute an. Heute engagieren sich die Frauen in der wissenschaftlichen Forschung, arbeiten auf Baustellen, in der Industrie, im Dienstleistungssektor und sind schöpferisch tätig, haben daher nicht mehr genügend Zeit, um ihre täglichen Pflichten zu Hause nachzukommen, dem Haushalt, der Familie, der Erziehung der Kinder, der Schaffung einer häuslichen Atmosphäre. Wir haben erkannt, dass viele unserer familiären Probleme im Verhalten vieler Kinder und Jugendlicher, in unserer Moral, der Kultur, der Produktion, zum Teil durch die Lockerung der familiären Verantwortung verursacht werden. Dies ist ein paradoxes Ergebnis unseres ernsthaften, politisch gerechtfertigten Wunsches, die Frau in allen Bereichen dem Mann gleichzustellen. 70 Jahre Sozialismus hat den Untergang dieses Denkens geführt. Und wir Deutschen sollten wenigstens auf Gorbatschow in diesen Punkten hören. Aber eigentlich interessiert das alles überhaupt nicht, sage ich mal so. Interessant ist eigentlich, was Gott sagt. In Jeremia 6, Vers 16 bis 19 sagt Gott zu dem gesellschaftlichen Zustand Judas damals, so spricht der Herr, tretet auf die Wege, seht und fragt nach dem Faden der Vorzeit, welches der Weg des Guten sei und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Aber sie sprechen, wir wollen nicht darauf wandeln. Ich habe Wächter über euch bestellt, die sagen, achtet auf den Schall der Posaune. Aber sie sprechen, wir wollen nicht darauf achten. Darum hört ihr Nationen und wisse, du Gemeinde, was gegen sie geschieht. Höre es, Erde, siehe, ich bringe Unglück über dieses Volk, die Frucht ihrer Gedanken. Denn auf meine Worte haben sie nicht geachtet, um mein Gesetz. Sie haben es verschmäht. Ich habe einen Brief an die Familienministerin geschrieben von etwa 5 Seiten. Unter anderem auch diesen Satz. Da habe ich ihnen gesagt, sie werden keine neue Gesellschaft hervorbringen, sie werden Zerstörung bewirken. Der Staatssekretär oder Ihr Sekretär hat mir zurückgeschrieben, sehr freundlich, hat geschrieben, ja, Frau Schwesig möchte sich nochmal mit diesen Bibelstellen beschäftigen, die ich geschrieben habe. Ich habe alles geschrieben über Abtreibung und sowas. Sie will das nochmal genau durchlesen. 10 Tage später hisste sie die Regenbogenflagge auf dem Ministerium. Vielleicht hat sie den Brief auch nie gelesen, ich weiß es nicht. Was sind also die Folgen? Die Auflösung gottgegebener Ordnungen führt zur Verherrlichung, zum Zentrum des Menschen. Der Mensch wird verherrlicht. Und ich habe den Eindruck, dass wir Gläubigen schon bei diesen großen Events, christlichen Events, das auch haben, wo die Leute auf der Bühne stehen und der Mensch steht im Mittelpunkt. Und dann beklatscht die Menschen, man pfeift, anstatt dass Gott die Ehre gegeben. Die Anfänge einer gesellschaftlichen Revolution, die sind sehr subtil. Zweitens, gesellschaftserhaltende Bindungen wie Geschlecht, Ehe und Familie werden zerstört, wenn es so weitergeht. Wir werden noch Schlimmes erleben, wenn der Herr nicht Gnade schenkt und eine Umkehr stattfindet. Das Sozialstaatsprinzip wird auf Dauer nicht aufrechterhalten werden können. Ja, aus dem Artikel 20 des Grundgesetzes. Warum nicht? Wenn jeder jetzt sich umoperieren lassen will, was wird das für gewaltige Kosten geben? Ich fühle mich nicht wie Mann, also da will ich mich zur Frau operieren. Was meint ihr, was die Krankenkassen bezahlen müssen? Und da muss irgendwas passieren. Vielleicht so ein Euthanasieprogramm, dass man ältere Leute, die nicht mehr klar denken können, einfach mal eine Spritze gibt. Ist ja auch in der Diskussion. Okay. Bindungsgestörte Kinder und Jugendliche neigen eher zur Kriminalität. Das sagen die Bindungspsychologen. Zunahme von Geschlechtsidentitätsproblemen von Kindern und Heranwachsenden. Damit hat jetzt Schweden zu kämpfen.
und Gender Mainstreaming ist das Sprungbrett in den Totalitarismus. Das heißt, es ist eigentlich eine Entwicklung hin zur Diktatur. Das stammt nicht von mir, das stammt von weisen Leuten, die diese Gender-Geschichte untersucht haben. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass wir in der Offenbarung lesen, von der großen Hure, dass es eine Frau ist. Ja? Es ist doch nicht von ungefähr, dass in Offenbarung 13 ein Tier aus der Erde kommt. Wir haben uns jetzt seit 160 Jahren an die Evolutionstheorie gewöhnt. Es ist doch nicht von ungefähr, dass in Offenbarung 13 bei dem Tier aus der Erde gesagt wird, dass dieses ein Bild machen wird, was reden wird, Odem bekommt, das reden wird. Der Mediumismus, dass die Menschen konzentriert werden auf Sehen, durch Fernsehen, Internet, Handy, dass ein Tier kommt, der Mensch ist doch nach dem Darwinismus nichts anderes als ein höher entwickeltes Tier, und die Hure Babylon, diese Frau, die sich mit allen Nationen und allen Systemen verbindet und schließlich aber von Gott gerichtet wird. Also eigentlich ist alles angelegt in der Prophetie. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit Prophetie beschäftigen. Zum Schluss aber noch etwas Positives. Ich hoffe, ihr haltet es noch aus. Gott sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. So wollte es Gott. Er schuf den Menschen in seinem Bilde. Männlich und weiblich schuf er sie. Er segnete sie. Es gibt eine Einheit in der Unterschiedenheit. Wir haben reichlich davon gehört. Gott bildete den Menschen Staub vom Erdboden. Deswegen ist der Mann mehr sachorientiert. Aber die Frau ist aus der Seite, aus der Rippe des Mannes genommen. Deswegen ist sie mehr personorientiert. Sie ist diejenige, die die Atmosphäre oft in der Familie bestimmt. Und das geht schon aus diesen Schöpfungsordnungen hervor. Und die Ehe und Familie haben wir schon im Paradies, auch wenn Abel und Kain noch gar nicht da waren. Denn dort wird gesagt, dass der Mann Vater und Mutter verlassen wird. Es gab noch keinen Abel und Kain. Das heißt also, wer einer Gesellschaft, einer Kultur, die es wagt, die von Gott gegebenen Institutionen wie Ehe und Familie zu zerstören, ein schreckliches Gericht wird auf diese Kultur zukommen. Und Gott hat dem Mann eine wunderbare Hilfe gemacht, sodass er sie sogar Männer nennt. Ist das nicht etwas Wunderbares? Wir haben darüber gehört. Was war das für eine herrliche Harmonie? Und nach dem Neuen Testament, was ist das für eine herrliche Harmonie, wenn Ehe nach Gottes Gedanken funktioniert? Er sagte, dies ist einmal Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen. Die Prinzipien für den Mann war verlassen, anhangen, ein Fleisch. Was macht unsere Gesellschaft? Ein Fleisch werden, anhangen vielleicht gar nicht mehr, aber dann die Frau verlassen oder umgekehrt den Mann verlassen. Es wird alles umgedreht. Und dahinter sieht man das Prinzip von dem Diabolos, Teufel. Das heißt ja nichts anderes als Durcheinanderwerfer. Der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Der Mann wurde nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Na, das haben wir auch schon alles langsam über Bord geworfen, oder? Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. So wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau. Alles aber von Gott. Ist das nicht, das sind doch Stellen, da würde ich am liebsten jetzt noch länger drüber sprechen, aber es geht nicht. Mann und Frau sind vor Gott völlig gleichwertig, aber in der Schöpfungsordnung einander nachgeordnet. Zum Schluss, einmal wird das alles aufhören. Und diese Stelle spricht davon, in Christus ist weder Mann noch Frau, sondern alle sind einer in Christo. Und wenn wir als Christen vielleicht noch manche Nöte durchmachen, aber wenn der Herr uns in die Herrlichkeit holt, dann sagt er einmal zu den Sadduzäern in Matthäus 22, sie sind wie Engel im Himmel, nämlich geschlechtslos. Da spielt es keine Rolle mehr. Aber solange wie wir auf dieser Erde sind, gilt es für den einmal, Judas Kapitel 3, Kapitel 1, Vers 3 und 4, Judas, ja, gut lesen, für den einmal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Und das bedeutet, dass wir stehen sollten.
auch in der Schule, auch in der Universität, auch im Berufsleben, auch in der Gemeinde, für Gottes Prinzipien von Mann und Frau, mögen auch Kirchen und Freikirchen aufgeben, alles aufgeben, stehen, feststehen. Aber dazu müssen wir die Bibel studieren. Es gibt ein Buch, ich glaube, das liegt sogar hier auf dem Büchertisch, über die Emerging Church. Ich habe das jetzt in Groß-Schönau schon mal gesagt. Da schreibt der Verfasser über die Emerging Church-Bewegung Folgendes. Sie hätte überhaupt keine Chance, in Amerika und Europa Fuß zu fassen, wenn in den Familien die Bibel intensiv gelesen würde. Wenn Mann und Frau und Eltern mit Kindern die Bibel lesen würden. Aber weil das Bibellesen immer mehr out ist, deswegen können sich alle möglichen Subkulturen und schließlich postmoderne Kulturen unter den Christen entfalten. Langsam, aber mit großer Sicherheit. Warten wir noch ein paar Jahre ab und sprechen wir uns wieder. Aber wenn wir wirklich auf den Herrn vertrauen und ohne ihn können wir nichts tun und bereit sind, das Wort Gottes in den Mittelpunkt zu rücken, das Wort Gottes, dann werden wir auch göttlichen Segen empfangen. Das ist meine Erfahrung. Der Herr gebe, dass wir solche sind, die stehen in der Kraft des Herrn. Seid stark in der Kraft, in der Macht des Herrn, seiner.